So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Schwert. Wir haben hier vor der Pension aufgehört. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gucken wir doch direkt mal. Pokémon Hort. Wer nach Pokémon Eiern Ausschau hält, hält hier das richtige Adresse. Ja, dachte ich mir, weil hier halt überall Eier abgebildet sind. Oben drüber und auf der Tür und ja. Aber wir haben ja noch was festgestellt in der letzten Aufnahme, dass es eine. Also ein Geheimgeschehen gibt, von dem ich nichts wusste. Also, natürlich haben wir schon Geheimgeschenke gemacht hier. Erhalten, da hat man mich das Mauzi bekommen und Codes eingeben können, wo ich den Rucksack bekommen habe, den goldenen, und die Trainingsklamotten. Das sind ja die Vorbesteller-Boni gewesen. Und ich habe die auch noch. Lass mich kurz überlegen. Ich habe die jetzt nochmal. Ich habe die auch nochmal angefangen, weil ein Code ja von mir nicht ging. Für die andere Version, eben für Schild. Ich habe die kurz noch nicht ausprobiert. Werde ich noch ausprobieren. Wahrscheinlich im nächsten Stream, morgen. Werde ich dann ein Schild anfangen und dann das mal machen. Aber wir haben ja hier noch gesehen, per Pokéball Plus mit Pokémon einen Ausflug machen. Ich habe meinen Pokéball ja vorhin nicht dabei gehabt. Jetzt habe ich ihn. Hier, ne, da, den Pokéball Plus. Ja, den habe ich mir damals gekauft für Pokémon Let's Go, weil man ja da ein Mew übertragen kann. Ich habe die Mews noch nicht übertragen bisher. Könnte ich machen. Also ich habe mir sogar zwei geholt. Vielleicht hole ich mir nochmal welche, weil es gibt ja mehr dafür. Wobei, eigentlich reichen ja zwei, für einmal für Pikachu und einmal für Evoli. Ja, steht auch drauf. Ein Pokéball enthält Mew und so weiter. Aber scheinbar gibt es hier eine Option, mit der man hier mit Pokémon einen Ausflug machen. Das heißt, ich kann Pokémon in den Ball reinsetzen. Oder reinlegen. Und einen Ausflug mit dem machen. Was das bringt, keine Ahnung. Werden wir jetzt mal rausfinden, würde ich sagen. Ob das überhaupt geht. Ich habe ihn ja noch nie benutzt. Also, keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Werden wir mal ausprobieren. Ich habe ihn halt nur bis jetzt für Pokémon Go benutzt, tatsächlich, Pokémon Go Plus, wo man halt einfach auf den Knopf drückt und dann kann man die Pokémon fangen und sein Handy in der Hand zu haben. Und das Ding ist halt, kannst du einfach hier mit dem Ring einfach so, und dann brauchst du keine Kraft, musst nicht die ganze Zeit nach unten gucken und so weiter, ist halt viel angenehmer. Den Go Plus habe ich mir nie geholt, weil ich dachte, nur um drauf zu drücken und zu klicken, brauchst du es nicht. Hier ist jetzt noch ein Mew drin. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht, aber jetzt gibt es ja noch mehr Wert. Nochmal, hier kann man jetzt mit spazieren gehen mit dem Pokémon, keine Ahnung, gucken wir mal, was es bringt. Drücke den oberen Knopf oder auf den Control-Stick auf deinen Pokéball Plus und erwarte dann, bis er mit deinem Spiel verbunden ist. Okay, ich drücke. Er leuchtet. Oh, das ging schnell. Geheimgeschenk. Dein Pokéball Plus enthält ein Pokémon als Geschenk. Möchtest du es im... Moment, was? Ich kann das Mew auf Schwert und Schild übertragen? Ernsthaft? Oder ist es was anderes? Weil, also jetzt mal ohne Scheiß, hier steht nur Let's Go drauf. In deinem Pokéball Plus erwartet dich Mew. Du kannst dieses seltene Pokémon auf deine Ausgabe von Pokémon Let's Go Pikachu oder Pokémon Let's Go Evoli übertragen. Pokéball Plus. Noch ein Sternchen dran. Da steht drinne nur einmal möglich. Also wenn es weg ist, ist es weg. Und es braucht eine Internetverbindung. Wahrscheinlich wird es dann so überprüft. Für daher im Vorfeld steht sie Batterie an der Nintendo Switch Konsole und dann Pokéball Plus und stelle sicher, dass eine stabile Internetverbindung vorliegt. Ja, liegt vor. Das hier nicht ausschalten. Hier kommen Geräusche raus. Ich habe tatsächlich jetzt Mew bekommen. Das mysteriöse Pokémon Mew. Du erhältst ein Mew. Überprüfe deine Pokémon-Box. Aber wahrscheinlich kann ich es jetzt nicht mehr für Let's Go benutzen, das heißt, ich muss einen neuen Pokéball kaufen.
Dann muss ich zwei kaufen, weil ein Schild will ich dann auch noch eins haben. Oh, hallo Nachtara, danke für den Follow. Hättest du Lust? Keine Ahnung, komm auf das Projekt an. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht so viel Zeit. Also. Weiß ich noch nicht. Also wirklich, ich streame auch nicht so oft. Also danke der Nachfrage, aber das kann ich so nicht beantworten. Weil ich nicht wirklich viel Zeit habe. So, So, da bin ich wieder. Also, zurück im Spiel. Jetzt haben wir gerade was erledigt, jetzt machen wir weiter. Musste jetzt gerade was spontan erledigen, deswegen. Mit meiner Schwester. Jetzt machen wir einmal das Spiel weiter. Also wir haben Mew mit Level 1 aus dem Ball bekommen. Ich könnte mir theoretisch... Also wie ich das verstanden habe, könnte ich mir jetzt noch ein zweites holen. Weil ich habe hier noch einen zweiten Pokéball. Aber... Will ich das? Ich will die nicht alle auf einer Version haben. Ich will, glaube ich, dann noch eins auf der nächsten Version machen. Also auf der Schild. Und im Let's Go teilen auch noch eins. Das heißt, ich muss noch zwei kaufen. Ach, ey. Dann kaufe ich noch zwei. Ach. Okay, alles klar. Haben wir das. Habe ich jetzt Mew. Ich kämpfe aber noch nicht damit, weil ich nicht weiß, ob man in der Version von Pokémon, weil die macht ja einen kompletten Reset mehr oder weniger hiermit. Mit dem Spiel. Ob man hier die EVs resetten kann. Wenn man die EVs nicht resetten kann, würde ich den Tauschwert von dem Mew extrem nach unten setzen. Weil es dann nachher falsch trainiert wird, dann müsste ich ja voll auf das Training achten. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, jetzt sind wir aber erstmal in der Pension. Hi, willkommen beim Pokémon-Hort. Ich nehme hier die Pokémon-Trainer in Pflege. Wenn du zwei Pokémon gleichzeitig abgibst, kann es vorkommen, dass ein Ei gefunden wird. Solltest du mehr über das Thema wissen wollen, sprich am besten mit meiner Großmutter drin. Willst du jetzt gleich ein Pokémon bei mir in Pflege geben? Nein. Ich hab kein Ditto. Bringt nichts. Oh. Ole, 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 ole! Hey, du da! Wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad rüberwachsen, und zwar Dali. Mit einem Rad können wir den anderen Arena-Challengern prima den Weg abschneiden. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren! Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal einen Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpasst ihnen eine Abreibung. Ein paar Arena-Challenger unterzuscheuchen, bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst ja jetzt erstmal einen Kampf ordentlich auf die 12. Ole, ole, ole! Okay. Rüpe von Team Yell fordert dich heraus. Es geht los! Dann wollen wir mal. Die haben halt dann Zigzags auch nur diese Form gegeben, damit das mit irgendwie mit irgendeinem Pokémon haben, was mit Team Yell irgendwie optisch zusammenhaut. Oh, nix. Oh, die Weiterentwicklung. Okay. Easy, easy. Ja, ich bin leider ein bisschen überlevelt, weil ich so lange in der Naturzone war. Wir sind Team Yell, wir stellen uns jedem Trainer den Weg. Ja, bringt euch noch nichts. Ah, das ging ja nach hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm uns ja nicht in die Quere. Rücke von Team Yell, hört dich an. Warum greift nicht beide gleichzeitig an? Ihr seid auch dumm, ey. Ein Tobias. Alles klar.
Nee, ich hätte Unlicht. Oh, ich bin dumm. Egal. Mach dich aus. Der Fortinial wurde besiegt. Das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. Ich habe nicht mal ein Fahrrad gesehen bis jetzt, aber ist okay. Du bist einfach zu stark. Wie soll unsere Favoritin denn da die Arena-Challenge gewinnen? Da hilft nur eins, wir müssen dich noch härter sabotieren. Wart's mal ab. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich da einen Pokédex? Dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor diese Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich es einfach dir. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte? Und siehe da, es ist sofort hineingeschlüpft. Aha. Du siehst doch ziemlich skeptisch aus. Aber kein Problem, mach doch einfach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit dem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Steig schon auf! Rotom kann es sicher kaum erwarten. Ich habe jetzt schon ein Fahrrad? Verschlossene Item in die Basis-Item-Tasche. Okay. Rotomrad. Ein Fahrrad mit einem Motor, in dem sich ein Rotom befindet. Dank des Rotom-Turbos erreicht das Rad absolute Spitzengeschwindigkeiten. Augenblick. Ich lese dir ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung vor. Drücke den Plus-Knopf oder den Minus-Knopf, um mit dem Rotomrad zu fahren. Oh, wenn ich mich auch noch direkt umziehe. Alles klar. Okay. Oh, okay. Wie habe ich das jetzt aktiviert? Macht er jetzt nicht mehr. Ah, jetzt ist wieder aufgeladen. Okay. Moment. Mal gucken, wie lange das hält. Lass mal gucken. Und Vollgas. Okay. So. Kann man mal machen. Wir haben ein Fahrrad. Was stimmt eigentlich mit Team Yell nicht? Sie sind ganz schön miese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, nur um ihren Favoriten zu helfen. In der Ferne kann man das Stadion von Claw City sehen. Bald wirst du auch dort kämpfen. Da bist du ja, Glurak. Einen Schritt näher und du musst gegen mich kämpfen, nur so als Vorwarnung. Ey, dieses Spiel, ne? Früher bist du einfach irgendwo hingegangen und dann kam der Typ und oh fuck, ich muss jetzt gegen den kämpfen. Ich muss jetzt gewinnen. Ich hab doch gerade, oh Mann, ein ganzes Pokémon hat nicht geschmeckt. Oh, hoffentlich gewinne ich das. Und jetzt, ach doch, ich muss gleich gegen dich kämpfen. Oh, ich heile dich vorher und dann kämpfen wir. Wo ist der Schwierigkeitsgrad? Das alte Pokémon war so viel schwerer. Lass mal die Nase schneuzen. Viel besser. Viel besser. Oh. Ja, viel besser. Oh, das war nötig. So. Na gut, dann kämpfen wir mal gegen den. Du hast also auch Lust auf einen Kampf. Jetzt, wo wir bei dem Pflanzenorden haben, sind wir keine Anfänger mehr. Das wird höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Okay. Pokémon-Trainer Hopp fordert sich heraus. Pokémon-Trainer Hopp setzt Volley ein. Doch immer noch nur drei Pokémon, Alter. Dann zeig uns doch mal, dass du dir einen Orden auch wirklich verdient hast. Okay. Press das. Easy. Das ist Kranowitz sein, okay. Das ist immer so schnell weg.
Machen wir Abschlag. Das ist ein Flug-Pokémon. Da bringt meine Grasattacken auch nicht so viel. Autsch. Ich habe ziemlich viel von den Matches meines Bruders gelernt. Na. Guck mal hier. Ich mache das und töte dich trotzdem wetten. What? Du bist vorher dran? Was? Wieso durfte ich jetzt gar nicht angreifen? Irgendwas war da komisch. Und ich finde das cool, dass die Startschwellungen so schön einfach von alleine verschwinden, dass man den nicht wegdrücken muss. Das finde ich ein bisschen komisch. Blick Leon ein. Okay, das ist wahrscheinlich die Weiterentwicklung von seinem Wasservieh. Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Okay. Gott, sieht das kacke aus. Ja, tschüss, ne? Oder ist es Pflanzenwasser? Nein, okay. Wahnsinn! Du hast die Wechselwirkung zwischen Typen ja schon total verinnerlicht! Ah, okay. Wie du kannst du stärker sein als ich? Ich hab doch keinen Pflanzenorden, genau wie du. Du gewinnst 1680 Pokédollar. Du wirst immer besser, Glurak, aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Du hältst einen Beleber, Alter. Verschaust du halt in der Medizintasche. So, weiter im Programm. Als nächstes knöpfe ich mir Kate vor, die Wasserarena-Leiterin. Aber so sollten wir kein Problem haben. Wir haben gar nicht den Pokédex-Eintrag von Mew angeguckt, oder? Gibt's überhaupt einen Pokédex-Eintrag von dem? Mew wird wahrscheinlich ganz unten sein, irgendwo. Oder steht einfach nirgendwo drin. Ich sortiere mal nach Name. Und ob ich da Mew finde. Hat Mew echt keinen Pokédex-Eintrag in dem Spiel? Wo ist mein Mew? Mew hat keinen Pokédex-Eintrag. Oder die Pokédex-Eintrag kommt erst, wenn ich den Galar-Dex voll hab. Kann natürlich sein. Was hast denn du für eine Fähigkeit eigentlich? Synchro. Cool. Herkunft Pokéball Plus. Schicksalhafte Begegnung mit Level 1. Kann Treffer gut verkraften. Ja. Na gut. Hat kein bis jetzt noch kein Pokédex-Eintrag. Oh, das sieht eigentlich schon geil aus hier, oder? Das ist die Naturzone, oder? Das müsste ja die Brücke sein, unter der man drunter läuft. Ja, das ist die. Hier gibt es also noch eine Wüstenregion. Und da unten gibt es noch einen See und Steine gibt es auch noch einen Haufen. Ja, okay. Fahrrad. Aha. Und da leuchtet was. Heilfeder. Wenn man dieses Item auf ein Pokémon an, wird diese KP-Basis mit dauerhaft erhöht. Kämpfen. Das ist ein neues Pokémon, glaube ich. Ein Kutumi erscheint. Das ist, glaube ich, eines der ersten neuen, die sie gezeigt haben, damals in den Trailern, oder? Okay, versuchen wir das zu holen. Nicht effektiv, alles klar, sehr gut. Dann kill ich wenigstens nicht. Ah, mit dem Volltreffer sogar. Auf Hälfte gehauen. Sehr gut. Ich habe übrigens jetzt in der Aufnahme mal die Lautstärke vom Spiel ein bisschen leiser gemacht. Hoffentlich ist es dann nicht. Ich glaube, es war echt zu laut. Ba, 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 ba.
So, dann versuchen wir es mal zu fangen. Auch merken, dass es gelb ist, weil ich weiß nicht, ob sich das vielleicht noch ändern wird. Es gibt ja so, vor allen Dingen sehr viele Pflanz-Pokémon. Also, wie ist das eine in XY, was keine Ahnung wie viele Farben hat, was eine Blume in der Hand hat. Und dann gibt es natürlich noch den Schmetterling, der kann nicht auch noch wie viele verschiedene Formen hat. Wovon ich längst nicht alle habe, leider. Das einzige Pokémon, was ich nicht in Farben bekommen habe, glaube ich. Wenn ich mir gerne Bank mal auf. What the hell? Willst du mal bitte im Ball bleiben? Was ist denn mit dem los? Eins, zwei, drei. Geht doch. Kotomi wurde gefangen. Ba, 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 ba. Drei Level-Ups. Nice. Oldi und Kranowitz. Mal gucken, wann die sich entwickeln in den nächsten. Kaum sage ich was, gibt's eine Entwicklung. Ha! Voldi entwickelt sich, okay. Wie die wohl aussieht? Ich hab keine Ahnung. Oh, der Voldi hat sich zu einem Elektro entwickelt. Der sieht cool aus. Der sieht wirklich cool aus. Der gefällt mir. Es generiert Strom und lässt ihn zur Unterstützung beim Rennen in seine Beine fließen. Dadurch kann es 3 Tage und Nächte ohne Pause rennen. Hunde-Pokémon. Vor kurzem wurde ein Tag im Pokédex angelegt. Baumwollzieher-Pokémon. Die Saat eines Wolflaums steckt voller Nährstoffe. Er verstreut sie im Wind und heilt der mit Pflanzen und Pokémon. Cool. So, die Frage, hast du noch eine weitere Entwicklung? Gucken wir mal, ob ich das rausfinden kann, indem ich mir den Pokédex anschaue. Oh Mann, ey, dass ich das nicht gefangen habe, ärgert mich echt. Also das ist auf jeden Fall keine Weiterentwicklung oder sowas, das Vieh hier. Oh. Cotini und Kotomi. Das ist wahrscheinlich die Weiterentwicklung von dem hier, oder? Da habe ich nicht weit gedacht. Ja gut, das hätte ich nicht fangen dürfen dann. Aber gut, das kann ich nicht wissen. Jetzt weiß ich's. Ich fange nämlich mal in die Weiterentwicklungen, sondern mache den Pokédex voll, indem ich die Pokémon weiterentwickle. Botogel? Wo habe ich den denn gesehen? Ah. War das nicht in der Naturtunnel? Hey Pokefreak Red 73, danke für den Follow. Und Grüße zurück. Ja, der hat keine Weiterentwicklung mehr. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt mal ein anderes ein Pokémon reinsetzen und das dann mal entwickeln, damit ich ein Pokédex auch mal irgendwann voll kriege. Ich habe kein Elektro-Pokémon mehr im Team. Ich könnte ein Feuer-Pokémon dafür reinnehmen. Verlacht, das war falsch. Wo nehme ich Mew rein? Ne, ich weiß nicht, ob man EVs resetten kann in der Edition, deswegen lassen wir es erstmal. Bewegen. Was nehmen wir denn stattdessen rein? Könnten Pikachu reinnehmen. Könnten eins davon reinnehmen, hat den Kampf-Pokémon im Team. Oder wir nehmen Fristelblitz, was auch ein Elektro-Pokémon wäre. Ja, machen wir das so. So. Corentas. Ist nichts Interessantes. Konzentriere dich darauf, die Stärken deiner Pokémon auszubauen. Ihre Schwächen kann man auch mal ignorieren. Okay. Ich bin nicht am Pokémon Pokédex voll machen, ich bin am tatsächlich noch Story durchspielen. Danke für das Angebot. Ich habe beide Versionen selber. Aber ich werde mit Sicherheit irgendwann tauschen müssen, deswegen. Später, nicht jetzt. Erstmal muss ich die Story durchspielen. Was macht man denn hier? Ich nehme nur schon mal alles mit, was ich haben kann.
Pokémon. Flecknoll ein. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Nein. Danke. Ich akzeptiere meine Niederlage, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Danke, tschüss, auf Wiedersehen. So. Findest Kapseln XP ein. Ah, Spezialangriff, sehr gut. Sag's nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinem Pokémon helfen. Angestellte Tanja fordert dich heraus. Die Bunkel. Oh, cool. Hat, glaube ich, doppelte Schwäche gegen Gras. Weil es Boden und Wasser ist. Ne, ist Gift, oder? Das Gift ist gut gegen mich. Das Wassergift ist das, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Und tschüss. Ich weiß noch nicht mal, was Kubien ist, aber viel Spaß beim Shiny Hunten. Das mache ich auch noch, aber erst, wenn ich fertig bin mit allem. Oha, jemand, der mehr drauf hat als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Macht ihr das ins Telefon? Wenn mir die Arbeit zu mühselig wird, kommt mein Pokémon und krault mich. Oh, okay. Tipps für Trainer. Pokémon mit Aura sind etwas stärker als gewöhnlich und hinterlassen Watt, wenn sie besiegt werden. Je mehr Pokémon man fängt... Okay. Kielten. Als nächste Arena schon. Kirten, eine lebendige Hafenstadt, die für ihren Markt und ihr berühmtes Restaurant bekannt ist. Ich brauche neue Bälle. Ich frage mich, wieso das Dynamax-Phänomen nur in der Gala-Region gibt. Aber diese Frage kann offenbar nicht mal Professor Magnolika beantworten. Hey Grüß, womit kann ich dir helfen? Warte mal, ID-Lotterie? Wenn die gezogene Losnummer mit der ID eines in der Pokémon spricht, hast du die Möglichkeit, großartige Preise zu gewinnen. Möchtest du dein Glück versuchen? Natürlich, klar. Oh, man kann jetzt schon ID... Oh, cool, brauchen wir keine Lotterie mehr. Okay, alles klar. Und? Was los nochmal, ne? Und dann wollen wir jetzt mal gucken. Alles klar? Und? Keine Überschreitung. Oh. Da haben wir schon mehrere IDs tatsächlich, durch den Tausch und so. Und Mew müsste auch eine andere ID haben, oder? Hat Mew eine andere ID? Und die Pokémon, anderen Pokémon, die geschenkt bekommen? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Was hast du für eine ID? Ever! Eva! Pikachu, Eva! Nein, wir haben die gleiche ID. Okay. Und Evoli? Mew? Nee, die gleiche, alles klar. Dann hat nur das Mauzi wahrscheinlich eine andere. Hier. Das da, ne? Ja, das hat eine andere. Und was noch eine andere haben könnte, wäre das Geheimgeschehen, Mauzi. Wo ist es denn? Da. Nein, hat auch die gleiche. Okay, alles klar. Okay. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass Rohus, der Präsident der Pokémon-Liga, maßgeblich zur Entwicklung Galas beigetragen hat. Okay. Ich werde immer ganz hibbelig, wenn jemand der Frau
hinterm Schalter seine Pokémon gibt. Okay, dann machen wir das mal. Vielen Dank für deine Geduld, Pokémon, die wir top wird. Danke, tschüss. So, ich muss neue Bälle kaufen. Das war's noch, hat sich erweitert. Hoffentlich ist es etwas für dich dabei. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was? Gibt es hier etwas Superbälle? Bitte. Danke. Sehr gut. Gibt es aber. Nö, momentan nicht mehr. Danke, tschüss.